Jetzt stand ich hier beim Bürgermeister und weht meine Schlüssel nicht quitt. Keiner will ihn haben. Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Jecken von Bergisch Gladbach, jetzt aber auf Hochdeutsch für alle, auch für die Immis verständlich, in der Tat. Ich bin hoffentlich der erste und letzte Bürgermeister in der Stadtgeschichte, der seinen Rathausschlüssel nicht los wird. Der Rathaussturm dieser Session fällt ersatzlos aus. Das ist wegen der Corona-Pandemie und der Unmöglichkeit öffentlicher Veranstaltungen leider zwingend. Und das tut uns allen sehr leid. Aber es muss halt so sein. Und so müssen wir uns in dieser Session mit virtuellen, digitalen Dingen begnügen. Und so gab es ja schon in den letzten Tagen diverse virtuelle Karnevalsveranstaltungen und etliche Folgen noch. Darauf müssen wir uns leider beschränken, aber in der nächsten Session, da werden wir wieder kräftig feiern, da wird es wieder einen richtigen Rathaussturm geben und da werde ich dieses gute Stück auch wieder quitt werden. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als gut auf es aufzupassen und den Närrinnen und Narren, den Jecken von Bergisch Gladbach zu versprechen, im nächsten Jahr gebe ich ihn heraus. Allerdings, das gehört sich ja so, da freue ich mich schon drauf, nach einem entsprechenden Kampf, denn kampflos wird noch nie ein Rathausschlüssel herausgegeben worden sein. Und diese Tradition wollen wir in der nächsten Session dann auch wieder pflegen. Am Ende weiß ich aber jetzt schon, wer ihn quitt wird, nämlich der Bürgermeister. Bis dahin, liebe Jecken von Bergisch Gladbach, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Pappnase aufzustellen, beziehungsweise die Styropor-rote Nase, dem Virus zumindest dir digital eine lange Nase zu machen, allen wünschen und allen die Daumen drücken, dass sie gesund und gut durch die kommenden Wochen und Monate kommen. Wenn in der nächsten Session dann wieder Trommelsche geht, dann werde ich auch meine Schlüssel wieder quitt. Alles Gute, bleiben Sie gesund.